Hallo, ihr Leute. Ja, mal eine ganz interessante Begrüßung. Erstmal, wollen wir uns heute um ein Terrain kümmern. Und das ist auch das Einzige, was wir machen, denn es wird ewig dauern. Und das wird heute mal ein schwierigeres Tutorial. Wenig skripten, aber viel, viel, viel verarbeiten. Das ist ganz wichtig. Ups, ich bin gegen das Headset gestoßen. Naja, passiert mal. Also erstes, wir machen es mal so. Ich schreibe euch mal kurz den Vorgang des heutigen Tages auf. Wird also folgendermaßen laufen. Naja, so ein bisschen groß. So, wir erzeugen eine HiMap. Die wiederum. Boah, ist das hässlich, dieser Pfeilbar. Geht das nicht ein bisschen schöner? Hässlich. Ah, hässlich. Nö. Ah, oh, sag mal. Na egal. Wir erzeugen eine HiMap. Diese HiMap macht uns dann eine Terrain.hmp. Auf diese Terrain.hmp setzen wir als Aktion dann einen Shader, der ermöglicht dann, dass detailgenaue Texturieren. Und bevor wir das hier aber machen, oder nee, wir machen das dann im Prinzip so nebenbei. Da machen wir uns dann hier noch eine schöne Level oder beziehungsweise Map.wmb. Das ist dann unser letztendliches Level. Also so wird unser heutiger Tag aussehen. Und das Erste, um was wir uns jetzt kümmern werden, ist wohl oder übel das hier. Und zwar die High. Ist das hier und zwar die High Map. Ist ein bisschen blöd. So, ist besser. So, das ist die High Map. Moment, ich habe eine noch bessere Idee. So. Nein, sieht auch nicht cool aus. Gut, ist hier HiMap auf jeden Fall. So, wie machen wir das? Wir machen uns ein 512 mal 512 großes, wie heißt denn das? So ein Ding und färben das grau ein. So, und ich erkläre jetzt ganz kurz, schwarz steht für Tiefstufen und weiß steht für Hochstufen. Machen wir also zum Beispiel ein solches, ich mache das mal zum Beispiel, so, speichern das jetzt unter. Desktop. Wir speichern es als TGR übrigens. Das kennt nicht so viele Formate, also TGR. Wir nennen es mal Map. So, ist in Ordnung. Und öffnen den Model-Editor. Dann werden wir gleich so ein hohes Ding, also so ein hohes Teil sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Wir laden Terrain from Image ein. Terrain from Image. Ein Bild also. Und lassen das mal auf 33 zu 33 und schon sehen wir hier ganz, ganz hässlich, aber es existiert so ein Berg, so eine Bergkette hier, die hier rüber geht. Und ja, das Grau habe ich deshalb genommen, da wir außenrum, das dürfen wir auf keinen Fall verändern, denn dann haben wir immer außenrum genau die gleiche Größe, damit die Terrains aneinander kommen. So, und jetzt mache ich das einfach so, das Graue nämlich, wir wollen ja ein bisschen hohe Berge oder sowas haben. Dann nehme ich das Graue. Und mach so, dann zeichne ich einfach mal so ein bisschen. Mache ich so ein ganz, 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 ganz klein bisschen dunkler. Und jetzt hätten wir hier zum Beispiel so einen kleinen Wanderweg im Prinzip nach unten hin. Das ist ein bisschen dunkler. Ein ganz klein bisschen. Oder könnten wir zum Beispiel noch hier durchzeichnen. So, so. Und dann können wir mal ein bisschen heller machen. Das könnte man zum Beispiel hier so, es könnte so aussehen. Und dann wieder ein bisschen dunkler. Also man sieht schon, man sieht immer diverse Farbunterschiede. Deswegen geht das eigentlich. Kann man das hier machen? Also so. Und dann kann man das Ganze noch ein minimales bisschen dunkler machen. Das ist jetzt schon fast nicht mehr zu unterscheiden von der Ausgangsfarbe. So, setzen wir das hier so rein. So. So, prima. Haben wir also das hier. Und dann setzen wir hier mal was, noch was Helleres rein. Oder nehmen wir noch was Dunkleres. Dann hier eher eben so ein bisschen. Na, es ist nicht dunkel genug, definitiv nicht. Also noch ein Stück dunkler. So ist es aber dunkel. Ach, immer noch nicht dunkel genug. Jetzt aber, jetzt ist es dunkel. So. Das wäre jetzt so ein Beispiel für so eine nette HiMap eben. Guck mal hier. So, und jetzt ist ein wichtiger Schritt, den man schnell vergisst. Man muss das unscharf stellen. Das geht mit Steuerung F. Moment mal. Mit Steuerung F dachte ich, geht das.
Ja, jetzt setzen wir das Ganze ein bisschen unscharf. Und zwar möglichst unscharf. Ich setze jetzt mal so. Und speichere es jetzt nochmal als Map. Ja, ist in Ordnung. Darfst ja ruhig rummeckern. So, ja, wenn der Model-Editor dann auch irgendwann mal öffnet, das macht er hier, dann machen wir das Ganze nochmal. Merken uns einfach mal 33, 33 ist in Ordnung. Und dann haben wir eben das hier. Das ist so leicht bergig, leicht nach unten hin. Eben, das passt schon. Und das können wir jetzt einfach mal so lassen. Und safen das jetzt erstmal auf dem Desktop. Horror Game, Object, Terrain 1. Wir wollen ja verschiedene Terrain-Typen haben. Die nächste Art von einem Terrain, würde ich sagen, ist einfach mal ganz minimal. Also so richtig minimal. Und zwar einfach ein bisschen höher. So, aber so ganz minimal. Einfach so, quasi. Dann vielleicht noch hier so ein Ding. Und jetzt muss man das ganz fett unscharf stellen. Aber richtig unscharf. Sonst klappt das nicht. Sonst ist das nicht hier. Naja, sagen wir mal nicht. Nicht einfließend genug. So. So. Speichern wir als Map 2. Ich hoffe, das hat sich nach außen hin von der Farbe nicht verändert. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass sich das nicht verändert. Da außen weg. Das Äußerste. Ja, das ist, mache ich lieber nochmal. Obwohl, sonst eckt das so. Ist auch dumm. Na gut, machen wir doch mal so. Das dürfte ja ungefähr dürfte es hinhauen. Map 2? Fragezeichen. 33, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Sieht in Ordnung aus. Ist eben so ein ganz leichter Berg. Was man da nicht eben haben will. Save as. Terrain 2. Anschließend würde ich dann noch sagen, machen wir ein letztes Terrain. Das nennen wir, aber wie wir es nennen, ist eigentlich Schnuppe. Und da machen wir einfach mal. Zeige ich euch mal was, was auch. Obwohl, nee, dafür ist es nicht groß genug. Also machen wir mal so was ein bisschen Verrückteres. Spielen wir mal ein bisschen was rum mit dem Ganzen hier. Wird dann eben ein bisschen bergiger. Ich habe das ja. Ach so, verändere ich die ganze Zeit das Ding. Wird jetzt durchaus komisch. Aber sei es drum. Sieht ja auch lustig aus. Und schließlich noch die Map 4. Die wir übrigens behalten erstmal. Die können jetzt erstmal wichtig werden. Die braucht man nämlich später noch, wenn wir das genau, also wenn wir das schön zuweisen. Ich hoffe, ich nehme gerade auf. Ja, wäre ein blöder Fail gewesen. Übrigens, das hier sparen wir uns vielleicht nochmal. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns das einfach mal sparen. Übrigens muss ich jetzt gerade fe feststellen, dass ich hier noch eine Datei machen muss. Das erkläre ich euch gleich. Und zwar eine grüne Datei. So also stinkegrün. Green Skin. So. Import Model, nee, Terrain from Image. Ich bin der Franzose. So. Das ist diese Kackwurst, die wir gemacht haben. Sieht ein bisschen creepy aus. Aber ist ja lustig. Kann ja ruhig ein bisschen darum stolpern. Insofern es dann funktioniert. Save as Terrain 3. Und das letzte laden wir auch from Image. Unsere Map 4.
Die ist stinknormal. Und das safen wir erst. Terrain 5. Terrain 4. So, jetzt sehen wir hier, dass hier so ein Skin schon gesetzt wurde. Und zwar der simple Skin. Ich dupliziere diesen Skin jetzt mal. Einfach so bla bla, bleibt jetzt mal gleich. Und bei diesem ersten Skin, da setze ich jetzt einfach mal dieses Grüne, was ich hier habe. Dieses, was ich hier. Quatsch, Green 2 ist falsch. Dieses, was ich Greenskin genannt habe. Ach, wir können auch. Ich habe da schon einen vorbereitet, fällt mir ein. Der heißt einfach Green. Nehmen wir den. Der ist nämlich noch besser geeignet. Naja. Also. Viel besser ist der auch nicht geeignet. Übrigens. Nehmen wir doch mal den Greenskin. Oder? Wie war das? War das so, dass ich den. Brauche ich den schon? Oder brauche ich den? Ach, egal. Ich mach's jetzt erstmal so. Probieren wir es mal aus. Dann müssen wir jetzt noch einmal das bei den anderen. Ach so, wir waren hier schon richtig. Bei dem dritten muss ich das jetzt noch machen. Also Manage Skin. Duplicate Skin. Ja, ist in Ordnung. Skin Settings. Texture File. Und Green Skin setzen. Und Speichern öffnen. Geht alles ganz schnell. Im Schnelldurchlauf. Duplicate Skin. Ist alles in Ordnung. Und Skin Settings. Dieses Grüne dient schließlich dazu, dass wir, dass also das Gras gesetzt wird. Und zwar wird das Gras, also der Shader, der setzt das Gras immer an den grünen Stellen. Was mache ich? Der Gras setzt das, also das setzt den Gras immer an die grünen Stellen und wir wollen ja überall Gras haben, nicht zwischendurch mal Stein oder so. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ach, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Okay, nochmal. Nein, will ich nicht. Mann. So, ja. So haben wir das jetzt mal geklärt. Hoffe ich mal. Ja, jetzt müssten wir das ja erstmal erzeugen. Die Teile. Und wir könnten das theoretisch so machen. And create. Tron.ob. Objects slash Terrain 1.hmp ist eine HMP-Datei auf die Vektorposition. Wenn wir wüssten, wie groß die Teile sind, könnten wir das sogar genauer bestimmen. Das wissen wir aber gerade nicht. Deswegen rate ich. Ne, raten ist blöd. Obwohl, die dürften 512 sein. Weil die. Ach, ich weiß nicht. Ich guck's einfach mal nach. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ne? Oder doch? Oder nein? Hier kann auf jeden Fall schon mal 0 hin. Das kann ich euch hier garantieren. So. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Wie groß sind die Teile denn eigentlich? Na, 511. So ein Ärger. Gut, sind die eben 511. Was mich gerade ein bisschen wundert, aber meinetwegen. Und was kommt sonst hin? Die Aktion. Das ist jetzt gerade mal eine Null-Aktion, denn die weisen wir erst später zu. Und das müssten wir ja theoretisch bei allen machen. Und beziehungsweise setzen wir jetzt mal 4 Stück. Und zwar das. Zweite auch noch. Das dritte und das vierte. Und das setzen wir auf 512. Das setzen wir auf 512. Und das setzen wir auf doppelt 512. Dann sind die alle an verschiedenen Positionen. Ich weiß, 511. Also setzen wir das Ganze nochmal hier weg. Und ich hoffe, die überschneiden sich anständig. Sonst müssen wir es manuell machen. Manuell machen. So, hier das Schöne. Okay, also wir müssen es vermutlich manuell machen. Es muss manuell für uns machen. Also, wir haben als erstes hier die, kann man gut erkennen, das grüne und der andere Skin. Die sind beide, lustigerweise, werden die hier eingezeichnet. Was mich jetzt wieder gerade ein bisschen wundert. Und das sieht ein bisschen aus wie das alte Pro-7-Zeichen. Was mich wieder wundert. Nee, Quatsch, wir sind hier heute mal nicht so verwundert. Wobei mir gerade klar wird, dass es nur zwei beschissene Teile gibt. Die hier sind ja perfekt, die laufen ja perfekt übereinander ineinander ein. Oder kann man hier irgendwie sehen? Upsala. Nee, die sind perfekt. Das sind eigentlich nur die beiden Lümmel, die es mal wieder hier bewiesen haben, dass es nicht funktioniert. Jetzt ist ein bisschen mies, dass wir keinen Plan haben, welcher das sein kann. Aber wir können es ein bisschen erkennen. Und zwar ist das da die Kackwurst, das hier. Und das ist das Pro7 und das ist die glatte Fläche, das Pro7. Also die hier können so bleiben, die sind scheinbar in Ordnung. Also das war ja das Standard, von daher können wir so sehr gut erkennen, welches das Richtige und Falsche ist.
Deswegen machen wir es jetzt, machen wir so, dass die anderen beiden, die nicht gerade Dings sind, also das müsste dann Map, die beiden sein. Die scheinen uns ein bisschen bis, ja genau, Pro7 und dieses, genau. Genau. Genau immer, ich finde das genau raus. So. Können wir mal gerade schon mal ausprobieren, das Äußere hier. Also habe ich jetzt kaum gesehen, aber egal. Es wird ja auf jeden Fall hierdurch jetzt gesetzt. Speichern wir so, fertig. Und das hier auch. Ja gut, hier kann man es eindeutig erkennen. Dass, ach so, das war das, was so deutlich nach oben ging, ne? Ja, das kann ich unmöglich jetzt so. Das muss ich unbedingt dann unschärfen wieder. Aber nur ganz. Ganz gering. So. Denn wir dürfen das ja jetzt nochmal neu machen. Was mich wieder ein bisschen ärgert, verunsichert, traurig macht. Na, was auch immer. So, also nochmal, ich habe ja gesagt, das wird leider heute was länger dauern. Deswegen muss ich euch irgendwie unterhalten. Aber wie? Wie lasst ihr euch unterhalten? Ihr seid ein schweres Publikum. Skin, Settings, Skin. Du bekleidest Skin. Das kann man leider auch nicht mal als Standard setzen. Das ist nicht so easy peasy, wie man denken könnte. So. Speichern wir unter Tran 1. Ja. Und das nächste. Model from Image. Map 2. Ja. Ah, cool. Dürfen wir also nochmal. Dürfen wir also neu starten. Yay! Insofern das. Haben wir das jetzt hier richtig? Ja, haben wir richtig. Müsste jetzt. Sollte doch jetzt hinten die richtige Farbe haben. Sonst würde ich mich richtig hier, also schon richtig beschweren. Da würde ich schon dann schon sauer werden. Also, soweit. Aha, da sieht es also schon gar nicht mal so schlecht aus. Und, ja, duplizieren wir das mal. Skin Settings. Grün. So. Speichern als Tor 2. Und das Ganze noch einmal austesten. Und wenn es wieder nichts ist, dann müssen wir es individuell machen. Das geht aber auch, sollte auch funktionieren. Komm, 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 komm. Ah, ich sehe da schon wieder Unübereinstimmigkeiten. Da gibt es eins, das ist total bescheuert. Also eins ist total außer Rand und Band. Also das ist im Übrigen hier perfekt geworden. Das ist das hier. Ach so, das war also. Das hier war so außer Rand und Band. Das ist das Pro7-Ding. Was mich jetzt gerade wieder ein bisschen wundert. Das haben wir doch. Das, warum ist das denn so? Also, ihr seht ja, die gehen schön übereinander ein. Das klappt schön. Nur dieses Pro7-Ding. Das will irgendwie nicht. Aber warum will das nicht? Warum denn? Na komm schon, warum das denn? Pro7, was haben wir denn falsch gemacht mit dir? Es ist doch alles, wo ist denn das Problem? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, will ich auch nicht verstehen. Muss man ja auch nicht alles immer verstehen. So. So voll fett hier, voll fette Party. Aber hier ändert sich doch nichts von der Farbe her. Habe ich das denn falsch abgespeichert? Weiß ich ja nicht. Also, da bin ich ja. Gut, setze ich jetzt einfach mal hier so Speichern unter Map, ja Map. So, vielleicht hatte ich das nicht eben richtig eingespeichert oder was war da los? Ich weiß es ja nicht. Map, so, ja. Ach, ihr seid blöd. Also noch einmal. Und schon läuft es gut 19 Minuten lang und wir sind nicht weit, nicht weit, nicht weit. Aber ist egal. Ich mache es ja gerne und freiwillig. Aber ich werde es gleich unterbrechen und dann den nächsten Teil machen. Weil das. Ich werde das jetzt gleichsetzen und dann machen wir den nächsten Teil. Das wird sonst zu lange. Müsst ihr euch leider dann nochmal so weit gedulden. Aber ich war doch irgendwie schon irgendwie hilfreich, oder? War das nicht so ein bisschen, aber. Bisschen war es schon, glaub schon.
Wieso vergesse ich das jedes Mal? Blödes Duplicate. Das regt mich auf. So. Jetzt bin ich beleidigt. Speichern unter. Torrent 1. Ja. Bella. So. Jetzt, also sonst wüsste ich echt nicht, was ich da failen könnte oder gefailt haben könnte, gesehen könnte, gehabt. Oder? Nee, mir würde nichts einfallen. Ach, das fliegt schon wieder hier so. Fliegt schon wieder hier so dumm rum. Also die Frage ist auch, ob das wirklich das Nuller ist. Welches ist das denn? Das fliegt ja schon wieder genauso wie eben rum. Wieso fliegt das denn schon genauso? Wo sind wir denn hier überhaupt? Hier, x-mäßig. Ah, hier sind wir genau über der Null. Genau über die Null. Das ist also genau, das ist klar das Erste. Eindeutig. Eindeutig. Und das ist aber hier, ist das eindeutig drüber. Über dem es eigentlich sein soll. Auf der Seite ist es auch drüber. Und es macht hier auch keinerlei Anstalten, hier unten was runterzugehen. Ja, das ist dann scheiße. Also, ich würde es als scheiße formulieren. Es gibt da ein paar Möglichkeiten, das ein bisschen, aber also so ein bisschen fragwürdig ist da schon, was ich da so ja, falsch gemacht habe. Denn, also, ehrlich gesagt, sehe ich hier nicht wirklich das Problem. Aber weil wir ja ganz gewitzt sind und wir ja keinen Bock haben, groß rumzufichteln und fechteln und was auch immer, probieren wir einfach mal ganz kurz was aus. Und zwar setzen wir mal ganz kurz hier Terrain 2 hin. Wenn das jetzt alles klar ist, dann ist alles klar an. Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Ich bin so bescheuert. Ah, Kacke! Ich bin dumm. Dumm, 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 dumm. Klar. Ich denke mir ja noch, ich gucke das auch noch so an und denke mir so, da ist doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Also, letzte Probe. Ach so! Warte mal! Was laber ich denn? Ich laber wieder nur Scheiße. Ich habe wieder nur Scheiße im Kopf. So klar, das habe ich ja gerade hier hingemacht. Also wirklich. Was geht hier ab? Hier steigt. Also wirklich. Gut, das habe ich ja gerade hier hingemacht. Und habe hier auch jetzt gerade Terrain 200 hingeschrieben. 100, dass er das überhaupt anerkannt hat, wundert mich jetzt schon wieder. So, wir schreiben jetzt mal hier Terrain 2 hin. Ja. Ach, ich kriege hier schon wieder so einen Anfall. Name of Game, ja, das motiviert mich einfach so. Hier, jetzt kann man es schon sehen, dass es passt. Wenn ich mich dann irgendwann mal bewegen kann. Irgendwann. Ah, geht doch. So. Und schon kann man sehen, aha, es funktioniert also scheinbar doch irgendwie. Nur eben mit diesem einen nicht. Warum? Das ist die Frage. Es liegt auf jeden Fall an keinem Codefehler. Also ich habe nichts falsch gecodet. Falls ihr jetzt direkt wieder Verdacht schöpft, dass ich da irgendwas mit zu tun haben könnte. Nein, ich bin unschuldig, ausnahmsweise mal. Aber wisst ihr was? Dann scheißen wir mal drauf, würde ich sagen, auf diesen einen Teil. Sondern lassen das einfach jetzt mal so. Weil so dramatisch schlimm sieht das nämlich nicht aus. Muss natürlich am Ende noch vergrößert werden und so. Aber das machen wir beim nächsten Teil. Bis dann. Tschüss.